Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner und begrüße Sie zu meinem nächsten Auspackvideo über ein tolles kleines Erwachsenenspielzeug im Spur 1 Maßstab 1 zu 32. Es handelt sich um eine Rangierlok Köf 2, die ich leihweise von Steiner Modellwerke aus Dillingen hatte. Nach dieser ersten kleinen Probefahrt zeige ich, wie die Lok verpackt ist und werfe einen Blick in die Bedienungsanleitung. Dann führe ich die Sounds und Funktionen des Modells vor und zeige dabei auch viele Detailansichten. Abschließend gibt es noch ein paar Probefahrten, in denen auch die Funktionsweise der automatischen BSI-Rangierkupplung zu sehen ist. So, jetzt geht's ans Auspacken. Dieses 41 cm lange und 32 cm breite Paket wiegt nur knapp 3 kg. Es besteht bis auf den orangefarbenen Warnhinweisstreifen sehr umweltfreundlich aus Papier und Karton. Laut Steiner Modellwerke sind zudem die darin enthaltenen Flocken aus biologisch abbaubarer Erbsenstärke und können entweder in den Biomüll oder mit Wasser aufgelöst als Dünger in den Garten. Kurz zum Vorbild des Modells. Die Köf 2 gehört zu den Kleinlokomotiven der Leistungsgruppe 2 für leichte Rangieraufgaben. Sie wurde ab 1933 bis 1965 von fast 20 verschiedenen Herstellern insgesamt mehr als 2000 Mal gebaut. Steiner Modellwerke hat nicht weniger als 12 verschiedene Varianten dieser Köf 2 von insgesamt 4 verschiedenen Herstellern gemäß Vorbildern der Epochen 2 bis 5 in Szene gesetzt. 7 Varianten haben ein offenes Führerhaus und 5 ein geschlossenes mit beweglichen Türen. 4 Varianten haben zudem eine motorisierte Rangierkupplung. Zum Lieferumfang gehören wie bei Spur 1 Loks üblich ein paar Stoffhandschuhe. Ich nutze diese aber nicht, weil man damit gerne an filigranen Kleinteilen hängen bleibt. Nun ein Blick in die mitgelieferten Unterlagen. Als erstes gibt es einen Warnhinweis zur Abnahme des Führerhausdachs. Die Bedienungsanleitung besteht aus insgesamt 3 Blättern. Zunächst die Bedienungsanleitung selbst. Sie hat zwar nur 4 Seiten, enthält aber doch alles Wichtige zum Modell. Dann folgt eine Übersicht mit den 27 schaltbaren Digitalfunktionen des LokSound 5L Decoders, des hier im Auspackvideo gleich zu sehenden Modells. Auf der Rückseite ist die Funktionsbelegung von 3 weiteren Modellvarianten zu sehen. Schließlich folgt noch ein ausführlicher Bedienhinweis zur motorisierten sogenannten BSI-Kupplung, mit der die hier vorgestellte Modellvariante sowie eine weitere ausgestattet ist. Jetzt kommen wir dem Testfahrzeug endgültig näher. Steiner Modellwerke hat 4 seiner 12 Rangierloks gemäß Vorbildern der Firma Gmeinder aus Moosbach in Baden-Württemberg realisiert. Von Gmeinder wurden in den Jahren 1954 bis 1961 rund 320 Exemplare der über 2000 Köf 2 gebaut. Das hier im Auspackvideo zu sehende Modell wurde 1957 als Köf 6297 in Dienst gestellt. Ab 1968 war es als 323-609-8 noch bis Ende 1983 im Einsatz. Mal kurz ein Blick auf die Waage. Das Modell hat eine Länge über Puffer von 198 mm und ist knapp 900 Gramm schwer. Ich komme jetzt zu den zahlreichen Digitalfunktionen der Köf 2. Zunächst die Lichtfunktionen. Es gibt eine Dreifach-Spitzenbeleuchtung auf Basis von Mini-Glühbirnchen. Alternativ schaltbar ist eine Rangierbeleuchtung mit nur einer Lampe, die auf beiden Seiten gleichzeitig leuchtet.
Wenn ich die Rangierbeleuchtung wieder abschalte, gibt es in Abhängigkeit von der Fahrtrichtung an der entsprechenden Seite ein rotes Schlusslicht auf Basis einer Mini-LED. Außerdem kann man an jedem Lockende separat per Funktionstaste die komplette Beleuchtung deaktivieren. Und schließlich gibt es noch eine Innenbeleuchtung per Mini-Glühbirnchen. Als nächstes gibt es verschiedenste schaltbare Geräusche und dabei zeige ich auch viele Detailansichten des Modells. Als erstes das Signalhorn. Das hängt natürlich davon ab, wie lange ich die Funktionstaste 2 gedrückt halte. Mit F9 gibt es ein tiefes Signalhorn. Das Anlegen der Lokbremse ertönt mit F16. Jetzt löse ich die Funktionstaste wieder. Die Fußfeststellbremse anlegen und wieder lösen. Dann ein Rangiersignal. Zufallsgesteuert gibt es insgesamt 6 verschiedene Rangiersignale. Als nächstes folgen 8 verschiedene Funktionstasten mit Rangierdialogen oder Rangieranweisungen. Ein Stückchen weiter nach vorne und gut so. Bremse anlegen. Bremse in Ordnung. Wenn man die Taste wieder löst, kommt dies. Funktionstaste 12. Langsam, langsam. Stopp, stopp, ich hab doch gesagt, nicht so weit. Funktionstaste 13. Weiter, weiter, stopp! Gut so, den Schotterwagen noch nach Gleis 2 und dann ist fertig. Funktionstaste 14 kann man 5-mal hintereinander drücken. In beliebigem Abstand. Noch 3 Längen. Noch 2 Längen. Noch eine. Noch eine halbe. Und stopp! Natürlich darf man die Ansagen nicht immer so todernst sehen und hören. Hey Chefe, mach mal Mittag! Die nächste Funktionstaste für eine Rangieranweisung hängt von der Fahrtrichtung ab. Vorwärts anfahren. Jetzt wechsle ich die Fahrtrichtung. Rückwärts anfahren. Und schließlich noch die letzte Ansage. Lok von Gleis 101 nach Gleis 2. Jawohl, hab verstanden. Jetzt steht die KÖF auf einem Rollenprüfstand und ich zeige mal den Antrieb etwas näher. Zunächst nochmal die Führerstandsbeleuchtung. Und jetzt ein Blick auf den Antrieb der Vorderachse des Modells. Ich versuche das mal mit einer Taschenlampe zu beleuchten. Jetzt lasse ich die KÖF mal rückwärts anfahren. Von der Motorwelle mit einem kleinen Zahnrad geht es über eine laut Steiner Modellwerke verschleißfreie Kunststoffkette zu einem größeren Zahnrad für die Antriebsachse. Und jetzt mal vorwärts. Der Motor hat eine durchgehende Welle und treibt damit über ein zweites Zahnrad nebst Kette auch die hintere Achse an. Jetzt zu den Fahrgeräuschen. Ich schalte den Motorsound ein.
Wer das Bremsenquietschen nicht hören will, kann es übrigens per Funktionstaste deaktivieren. Über Funktionstaste 4 kann man Schienenstöße zuschalten, die bei langsamer Fahrt ertönen. Über F18 gibt es ein Kurvenquietschen. Über F23 ist noch ein Weichenquietschen aktivierbar. Schließlich gibt es mit F21 eine Bremsfunktion, bei der die Lok auf Tastendruck aus jeder beliebigen Geschwindigkeit abbremst. Jetzt löse ich die Taste wieder und die KÖF fährt automatisch wieder an. Als nächstes zeige ich die Funktionsweise der per Servomotoren bewegten Bügel der BSI-Rangierkupplungen. Für ihren Einsatz muss die 35 mm lange BSI-Kupplung zunächst von Hand in die Rangierposition nach unten geklappt werden. Die Abkürzung BSI steht für den Vorbildhersteller dieser Kupplungen, die Bergische Stahlindustrie in Remscheid. Der 8 mm kurze Kupplungsbügel lässt sich dann jeweils in Fahrtrichtung hinten per Funktionstaste 3 über einen Servomotor und einen ganz dünnen Draht anheben und beim Lösen der Taste wieder absenken. Wie gerade zu hören war, ertönen dabei auch passende Geräusche. Noch einmal aus einer anderen Perspektive. Für den Rangierspielbetrieb klinkt sich der Kupplungsbügel automatisch in den Schraubkupplungshaken eines Wagens ein. Nach dem entsprechenden Rangierbetrieb wird die BSI-Kupplung einfach wieder per F3 angehoben und die KÖF kann den Wagen stehen lassen. Der Vollständigkeit halber auch nochmal die andere BSI-Kupplung im Einsatz. Und dabei ist gleich zu sehen, dass das prinzipiell auch während der Fahrt ginge, was aber sicher nicht vorbildgerecht wäre. Bevor es gleich noch ein paar größere Probefahrten gibt, zeige ich kurz die optional als Zubehör für die offenen KÖF-Varianten lieferbaren Vorhangnachbildungen aus Kunststoff. Der lange Vorhang hält gut von alleine. Den kurzen Vorhang muss man wahrscheinlich mit Klebstoff fixieren, was ich natürlich bei einem Leihfahrzeug nicht mache. Nun zur ersten automatisierten Probefahrt. Ich habe diese wieder per Ablaufsteuerung auf der Digitalzentrale Central Station 3 programmiert.
Sie erfolgt auf meinen Testgleismodulen über Märklinweichen mit dem engen Abzweigradius von 1020 mm. Das Modell bewegt sich derzeit in der niedrigsten Fahrstufe. Es braucht dabei 140 Sekunden für einen Meter. Das ist wirklich faszinierend langsam. Maßstäblich umgerechnet sind das lediglich 0,8 Stundenkilometer. Jetzt aber mal deutlich schneller und mit Sound. Abschließend nun noch hintereinander drei automatisierte Rangierfahrten mit Sounds und mit An- und Abkuppeln.
Minute. Und stopp. Die dritte und letzte programmierte Pendelfahrt gibt es jetzt noch mit der BSI-Kupplung an der Front der KÖV 2. So, das war's für heute. Ich hoffe, mein Auspackvideo der KÖV 2 von Steiner Modellwerke hat Spaß gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal weiterempfehlen. Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.